Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es ist kein Geheimnis, dass das Tierreich von einer unglaublichen Vielfalt an Formen, Farben und Größen strotzt. Aber nur wenige Tiere regen die Fantasie so an, wie diejenigen, die von einer seltenen genetischen Krankheit namens Albinismus betroffen sind. Die Kreaturen, die du in diesem Video siehst, sind nicht nur bezaubernd anzusehen, sondern auch unglaublich selten. Einige dieser Tiere werden nur ein einziges Mal in freier Wildbahn beobachtet. Heute werden wir euch 35 von ihnen zeigen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 35. Hier haben wir ein seltenes Albino-Zebra, das in Tansania, Afrika gesichtet wurde und keine schwarzen Streifen oder Markierungen hat. Das Albino-Zebra wurde erstmals von dem Tierfotografen Will Barrett Lucas gesichtet und hat seitdem die Aufmerksamkeit von Natur- und Tierliebhabern auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Albino-Zebras sind unglaublich selten und einzigartig, denn es gibt nur wenige bekannte Fälle auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zu normalen Zebras fehlt den Albino-Zebras die Pigmentierung ihrer Haut, ihres Fells und ihrer Augen, was ihnen ein weißes Aussehen verleiht. Experten gehen davon aus, dass ihre Lebenserwartung in freier Wildbahn in der Regel kürzer ist, weil sie sich nicht an ihre Umgebung anpassen und Raubtieren ausweichen können. Nummer 34. Albino-Koalas sind unglaublich seltene und einzigartige Tiere, sogar noch seltener als weiße Koalas, die noch etwas Pigmentierung in ihrem Fell haben. Albino-Koalas werden jedoch ohne Pigmentierung in ihrem Fell, ihrer Haut und ihren Augen geboren und haben in der Wildnis mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Ihre Sehkraft kann durch die fehlende Pigmentierung beeinträchtigt sein, wodurch sie weniger gut Nahrung finden und Gefahren ausweichen können. Es gibt ein paar dokumentierte Fälle von Albino-Koalas, darunter Golara, der einzige bekannte Albino-Koala der Welt, der im Zoo von San Diego lebte und 1992 verstarb. Nummer 33. Giraffen sind die größten Tiere der Welt und ihre gewaltige Größe ist kaum zu übersehen. Aber Albino-Giraffen kann man einfach nicht übersehen. In Kenia gibt es Berichte über zwei weiße Giraffen, eine Mutter und ihr Kalb, die erstmals 2017 gesichtet wurden. Dem Bericht zufolge lebt nur noch das Kalb, das von Tierschützern ganz genau beobachtet wird, weil sie sich wegen seiner seltenen Färbung Sorgen um seine Sicherheit machen. Die Augen einer Albino-Giraffe sind normalerweise blau und nicht wie bei normalen Giraffen dunkelbraun oder schwarz, weil ihnen schlicht die Pigmentierung fehlt. Nummer 32. Snowflake war ein bemerkenswerter Gorilla, der als einziger bekannter Albino-Gorilla die Menschen weltweit in seinen Bann zog. Snowflake wurde 1964 in Äquatorialguinea in freier Wildbahn geboren und als Baby von Naturschützern eingefangen. Er wurde in den Zoo von Barcelona gebracht, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte. Wissenschaftler konnten feststellen, dass er ein männlicher westlicher Flachlandgorilla war. Neuere Studien deuten darauf hin, dass Snowflakes Albinismus innerhalb seiner genetischen Familie verursacht wurde, da seine Eltern eng miteinander verwandt waren. Er wurde schließlich 40 Jahre alt, was für einen Gorilla in Gefangenschaft eine sehr lange Lebensspanne ist. Nummer 31. Vor kurzem wurde in einem Haus in Florida eine riesige Albino-Boa-Constrictor gefangen. Die Schlange war 2,9 Meter lang und wog 24 Kilogramm. Albino-Schlangen haben eine charakteristische weiße Farbe anstelle der üblichen braunen oder grünen Färbung. Der Hauseigentümer rief einen Schlangenspezialisten zu Hilfe, als er die einzigartige Schlange entdeckte. Sie waren überrascht, dass die Schlange so fettleibig war, dass sie ziemlich einschüchternd wirkte. Glaubst du übrigens, dass es auch dreiköpfige Albino-Schlangen geben könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 30. Das Leben von Albino-Alligatoren ist leider nicht sehr lang, denn diese Tiere müssen sich an ihre trübe Umgebung anpassen. Einer dieser Albino-Alligatoren ist Gator George, der in Clyde's Reptile Land in Pennsylvania wohnt. Gator George ist ein amerikanischer Alligator, eine Art, die im Südosten der Vereinigten Staaten heimisch ist. Im Newport Aquarium in Kentucky leben Snowball und Snowflake. Obwohl sie keine echten Albino-Alligatoren sind, sind sie dennoch sehr selten. Snowball ist ein männlicher Alligator aus Florida, der in freier Wildbahn mit anderen normal gefärbten Alligatoren gefunden wurde. Snowflake war ein berühmter Albino-Alligator, der aus dem Zoo von Barcelona kam, aber 2003 leider verstarb. Nummer 29. In der Provinz Sichuan in China wurde ein extrem seltener Albino-Panda gesichtet. Es ist das zweite Mal, dass ein Albino-Panda in China in freier Wildbahn gesichtet wurde. Die erste Sichtung erfolgte 2019. Der Albino-Panda mit den weißen und rosafarbenen Augen wurde 2023 im Wulong National Nature Reserve gesichtet, das eine der größten Populationen von großen Pandas weltweit beherbergt.
Der Panda wurde bei einem Spaziergang durch den Wald mit der Kamera eingefangen und wird von Forschern genau beobachtet, um mehr über sein Verhalten und seine Gesundheit zu erfahren. Albino-Pandas sind eine extrem seltene und gefährdete Art. Experten schätzen, dass es nur noch wenige Exemplare auf der Welt gibt. Nummer 28. Die kürzliche Entdeckung eines fast einen Meter langen Albino-Hais vor der Küste Großbritanniens wurde von Experten als einmaliges Ereignis bezeichnet. Der Hai, der keine Pigmentierung der Haut und der Augen hatte, wurde von einer Gruppe von Fischern gefangen, die in dem Gebiet arbeiteten. Albino-Haie wie dieser sind unglaublich selten. Wissenschaftler schätzen, dass sie nur bei einem von 10.000 Haien vorkommen. Haie sind bekannt dafür, dass sie sich ihrer Umgebung anpassen können. Für einen Albino-Hai ist es also ziemlich schwierig, in der Wildnis zu überleben, da er von Raubtieren leicht entdeckt werden kann. Nummer 27. Eine seltene Albino-Eule mit roten Augen hat nach ihrer Entdeckung das Interesse vieler Menschen weltweit geweckt. Nach Meinung einiger Experten könnte es sich um eine weiße Schneeeule handeln. Albino-Eulen haben in der freien Wildbahn mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, zum Beispiel dem Mängel an natürlicher Tarnung, der Empfindlichkeit gegenüber Sonneneinstrahlung und Raubtieren. Dennoch sind sie in der Lage, sich anzupassen und in ihrer Umgebung zu überleben. Und als Jäger haben sie vielleicht sogar gewisse Vorteile. Eulen haben bereits einen Blick, der Raubtiere abschreckt. Aber kannst du dir vorstellen, dass durch diese roten Augen und ein um 360 Grad drehbarer Hals anstarren? Nummer 26. Der erste Albino-Stechrochen wurde Berichten zufolge 2009 gesichtet. Und dieses seltene Exemplar wurde Perlenstechrochen genannt. Der Albinismus hat das Pigment entfernt, das der Haut und den Schuppen ihre Farbe verleiht. Während die meisten Rochen eine dunkelbraune oder graue Färbung haben, sind Albino-Rochen weiß oder rosa gefärbt. Zusätzlich zu ihrem einzigartigen Aussehen können Albino-Rochen auch bestimmte körperliche Anomalien haben, wie zum Beispiel fehlende oder deformierte Flossen, die ihre Beweglichkeit und Jagdfähigkeiten beeinträchtigen können. Nummer 25. In British Columbia, Kanada, gibt es eine besondere Bärenart, den Kermodebär, der oft fälschlicherweise als Albino-Bär bezeichnet wird. Der Kermodebär ist eigentlich kein Albino-Bär, sondern eine Variante des Schwarzbären, die ein rezessives Gen hat, das ihr Fell weiß oder cremefarben erscheinen lässt. Diese Bären werden von den Ureinwohnern von British Columbia sehr verehrt und gelten fast schon als heilig. Obwohl Albino-Bären extrem selten sind, gibt es Berichte über ihre Sichtung in verschiedenen Teilen der Welt, einschließlich Nordamerika und Asien. Manche Albino-Bären haben auch rosafarbene Nasen und Augen, weil ihnen in diesen Bereichen das Pigment fehlt. Nummer 24. Es ist leicht, Albino-Löwen mit weißen Löwen zu verwechseln. Weiße Löwen erhalten ihre ungewöhnliche Färbung durch ein rezessives Gen, das als Chinchilla bekannt ist. Weiße Löwen werden seit Jahrtausenden von den Menschen gefürchtet und haben in der Mythologie und Folklore vieler afrikanischer Kulturen eine wichtige Rolle gespielt. Es wird jedoch angenommen, dass es auch Albino-Löwen gibt, die wie andere Löwen große Säugetiere wie Zebras, Antilopen und Büffel jagen. Diese Löwenarten haben oft blassblaue oder grüne Augen, die vermutlich durch die gleiche genetische Mutation verursacht werden, die auch ihre Fellfarbe beeinflusst. Nummer 23. Am 8. März 2023 wurde eine Gruppe von Albino-Kängurus im Panorama Wildlife Sanctuary in Australien gesichtet. Die Kängurus hüpften und grasten auf einer Wiese in einem Gehege, das speziell für Albino-Tiere angelegt wurde. In diesem Schutzgebiet leben zwar mehrere Albino-Tiere, darunter Kängurus, Wallabies und Beuteltiere, aber die Kängurus sind extrem selten. Die Besitzerin Anne-Marie Van Roy und ihr Partner Mick Smith haben es sich seit 2012 zur Lebensaufgabe gemacht, Albino-Tiere zu züchten. Die Anfangsstation beherbergt insgesamt 9 Albino-Kängurus, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. Nummer 22. Es gibt bekannte weiße Raben, die keine Albinos sind, aber es gibt auch echte Albino-Raben. Leider werden sie wegen ihrer ungewöhnlichen Farbe manchmal von Jägern ins Visier genommen, wie im Fall des letzten überlebenden Albino-Raben. Dieser Rabe war so selten, dass er eher ein Mythos als ein echtes Lebewesen ist. Als sie den Raben fanden, erkannten Experten, dass das Weibchen aufgrund einer Krankheit nicht lange überleben würde. Sie war damals erst 2 Monate alt und saß gerne neben dem Bett ihres Besitzers. Sie wurde Pearl genannt. Eine der Herausforderungen, denen sie sich stellen musste, war, dass ihre Federn, denen das Melanin fehlte, nicht wasserfest waren, was sie am Fliegen hinderte. Nummer 21. Während einer Walbeobachtungstour an einem besonderen Hochzeitstag im Jahr 2023 tauchte ein Albino-Delfin auf. Dies geschah in der Provinz Ostkap in Südafrika. Die ersten Worte, die dem Bootskapitän Lloyd Edwards einfielen, waren geisterhafte Kreatur.
Es war ein weißer Blitz inmitten einer Schar von 200 Delfinen. Seine Augen waren geschlossen, sodass sie nicht sehen konnten, ob sie rot waren, aber die meisten Experten waren sich einig, dass es sich um einen Albino-Delfin handelte. Überraschenderweise bringt sein Albinismus sein Leben nicht in Gefahr. Es gibt nur wenige Raubtiere und ihre Färbung macht keinen Unterschied. Nummer 20. Albino-Pferde sind genauso majestätisch wie das Durchschnittspferd, wenn nicht sogar noch majestätischer. Albino-Pferde haben ein rein weißes Fell, rosa Haut, eine üppige weiße Mähne und einen weißen Schweif und blasse Augen. Sie werden jedoch oft mit Graupferden verwechselt. Damit ein Pferd albinotisch ist, muss es zwei Kopien des Gens von beiden Eltern haben. Es hat keine dunklen Flecken, Markierungen oder Sprenkel und seine Augen sind entweder hellblau, weiß oder rosa. Sogar seine Hufe sind weiß gefärbt. Experten sagen, dass die Albino-Pferde, die gesichtet wurden, einfach weiße Pferde sind, obwohl andere eine andere Meinung haben. Nummer 19. Albino-Stinktiere sind selten. Sie kommen nur vor, wenn eine genetische Variation in weniger als 1% der wilden Stinktierpopulation vorhanden ist. Daisy, das Albino-Stinktier, ist aufgrund ihrer einzigartigen Färbung und der Tatsache, dass sie als das freundlichste Stinktier der Welt gilt, ein ungewöhnlicher Anblick. Berichten zufolge besucht sie häufig eine Stadt in Indiana und ist dort zu einer Art lokaler Berühmtheit geworden. Dem Artikel zufolge ist Daisy freundlich und liebt es, mit ihren menschlichen Freunden zu schmusen. Sie ist sogar zu einer Art Maskottchen für ein örtliches Geschäft geworden, in dem die Kunden dafür bezahlen können, dass sie mit ihr fotografiert werden. Ihr Albinismus hindert sie nicht daran, das zu tun, was Stinktiere tun. Sie stoßen einen üblen Geruch aus, wenn sie sich bedroht fühlen. Nummer 18. Albino-Kolibris fehlt das Pigment, das ihren Federn ihre charakteristischen Farben verleiht. Stattdessen sind ihre Federn komplett weiß und ihre Augen sind aufgrund der transparenten Farbe ihrer Haut rosa oder rot. Diese Vögel stechen in ihrer Umgebung hervor und sind ein schöner Anblick für alle, die ihnen begegnen. Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum Albino-Kolibris nicht lange überleben. Ihr Gefieder ist zwar atemberaubend, aber es ist schwächer und bricht wahrscheinlich während des Zuges ab. Außerdem fehlt ihnen die Fähigkeit, sich zu tarnen, was sie anfälliger dafür macht, von Raubtieren entdeckt zu werden. Nummer 17. Ein weißes Rentier ist die ultimative mythische Kreatur und garantiert ein unvergesslicher Anblick. Aber wie oft gibt es echte Albino-Rentiere? Sehr selten. Albino-Rentiere können mit gescheckten Hirschen verwechselt werden, die weißes Haar mit kleinen braunen Flecken haben. Die Chance, dass eines geboren wird? Etwa 1 zu 20.000. Rentiere haben ohnehin schon ein hartes Leben, aber der Albinismus führt dazu, dass sie schlecht sehen können, was zu Problemen bei der Tiefenwahrnehmung führt und es ihnen schwer macht, Bewegungen zu verfolgen. In einem Wald, der komplett braun und grün ist, fällt ein weißes Rentier deutlich auf und wird oft von seiner Herde verlassen. Nummer 16. Gibt es etwas Schrecklicheres für einen Hai als einen Orca? Vielleicht einen Albino-Orca, denn der Hai sieht ihn vielleicht kommen, kann aber nichts dagegen tun. Vor kurzem wurde ein seltener Albino-Orca vor der Küste Südkaliforniens gefilmt. Er wurde von einer Gruppe von Walbeobachtern entdeckt und fiel sofort auf, als er neben 6 anderen Orcas schwamm. Dieser Albino-Orca war schätzungsweise 3 Jahre alt, was für ein wildes Albino-Tier eine beachtliche Leistung ist, obwohl Orcas ziemlich beeindruckend sind. Das 3-jährige Tier hatte eine komplett weiße Haut, weshalb die Touristengruppe es auch Frosty nannte. Nummer 15. Von 100.000 Igeln wird ein Albino geboren. Im Vereinigten Königreich leben schätzungsweise 100 Albino-Igel. Igel sind Einzelgänger, die sich oft zu einer Kugel zusammenrollen, wenn sie bedroht oder gestresst sind. Albino-Igel haben rosa oder rote Augen, weil ihnen das Pigment in den Augen fehlt. Das liegt daran, dass die Blutgefäße durch die Iris sichtbar sind. Wirf einen Blick auf Mrs. Twinkle, die in North Yorkshire wohnt. Experten zufolge sind Albino-Igel mit ihrer weißen Haut und den roten Augen in der Wildnis keinen zusätzlichen Gefahren ausgesetzt. Nach der Freilassung von Mrs. Twinkle nahm das Jericho Animal Shelter einen weiteren Albino-Igel auf, der gefunden wurde. Nummer 14. Ein Beispiel für eine Albino-Spinne ist die Albino-Zebra-Spinne, eine Springspinnenart, die im Vereinigten Königreich vorkommt. Diese kleine Spinne hat ein auffallend weißes Aussehen, weil ihr das Melanin fehlt. Ein weiteres Beispiel ist die Albino-Kugelspinne, die in Nordamerika vorkommt und für ihre auffällige weiße und gelbe Färbung bekannt ist. Trotz ihres einzigartigen Aussehens stehen Albino-Spinnen in der freien Natur vor zahlreichen Herausforderungen. Ohne die schützenden Farbmuster, mit denen sich viele Spinnenarten an ihre Umgebung anpassen, werden Albino-Spinnen leichter von Raubtieren entdeckt. Es kann auch schwierig sein, einen Partner zu finden, da ihre weiße Färbung sie weniger attraktiv machen kann.
Albino-Spinnen gelten jedoch nicht als giftig und stellen für den Menschen keine größere Gefahr dar als andere nicht giftige Spinnenarten. Nummer 13. Albino-Faultiere haben ein auffallend weißes oder graues Fell, das von den typischen Farben der Faultiere abweicht, die von hellgrau bis dunkelbraun reichen. Ein Beispiel für ein Albino-Faultier ist eines, das 2017 im Amazonas-Regenwald gefunden wurde. Dieses kleine Faultier, das auch als Geist des Waldes bekannt ist, wurde von einem Touristen während einer Tour mit der brasilianischen Tierrettungsgruppe Funatura entdeckt. Dem Faultier fehlte die übliche Pigmentierung und es hatte leuchtend blaue Augen, ein typisches Merkmal von Albino-Tieren, da die Iris kein Pigment enthält. Ein weiteres Beispiel für ein Albino-Faultier ist Frosty, das 2019 in Costa Rica gerettet wurde. Das weibliche Faultier wurde in einem bedenklichen Zustand am Straßenrand gefunden und schließlich in das kostarikanische Tierrettungszentrum gebracht. Nummer 12. Es gibt zwei berühmte Beispiele für Albino-Elefanten, zwischen denen ein Jahrhundert liegt. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Elefant von Birma. Er wurde im späten 19. Jahrhundert in freier Wildbahn gefangen und wurde in Birma zu einem Symbol für Macht und Glück. Schließlich wurde er dem König von Thailand geschenkt, wo er den Rest seines Lebens im Königspalast verbrachte. Ein anderes Beispiel ist der Albino-Elefant Motti, der 1991 im Ramat Gan Safari Park in Israel geboren wurde. Motti galt als medizinisches Wunder, weil er trotz seines genetischen Zustands überlebte. Er soll mehr als zwei Jahrzehnte gelebt haben, bevor er schließlich 2018 verstarb. Nummer 11. Albino-Hummer haben wie andere Albino-Tiere eine genetische Mutation, die ihre Melaninproduktion beeinträchtigt, sodass sie keine Haut- und Schalenfärbung haben. Daher haben Albino-Hummer ein blass-rosa oder weißes Aussehen, das sich von der typischen Färbung von Hummern unterscheidet. Ein bemerkenswertes Beispiel für einen Albino-Hummer ist Lucky, der 2017 vor der Küste von Maine gefangen wurde. Dieser seltene Albino-Hummer wurde auf ein Alter von etwa 10 Jahren geschätzt und dem Maine State Aquarium gespendet, wo er zu einer beliebten Attraktion wurde. Aber es gibt auch noch einen anderen Albino-Hummer namens Snowball. Dieser Hummer wurde 2016 von Fischern in der Nordsee im Vereinigten Königreich gefangen. Trotz seines ungewöhnlichen Aussehens wurde Snowball unversehrt wieder ins Meer entlassen. Nummer 10. Fledermäuse sind normalerweise auf den Schutz der Dunkelheit angewiesen. Daher kannst du dir vorstellen, wie schwierig es für eine Albino-Fledermaus ist zu überleben. Als Brian White vor seinem Haus nachsah, entdeckte er eine in seinem Garten und schaffte es auch, ein Foto von ihr zu machen, wie sie sich an der Mauer festhielt. Verschiedenen Quellen zufolge war dies die erste Albino-Fledermaus, die seit etwa 30 Jahren gesichtet wurde. Andere haben jedoch berichtet, dass Albino-Fledermäuse häufiger in Höhlensystemen gesichtet werden. Eine weitere weiße Fledermaus ist die honduranische weiße Fledermaus, eine Art, die in Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama und Kolumbien vorkommt. Sie ist eine kleine Fledermaus, die sehr wenig wiegt und sehr niedlich aussieht. Findest du das nicht auch? Nummer 9. Snowdrop, der Pinguin, wurde 2002 im Zoo von Bristol im Vereinigten Königreich geboren. Er war ein Königspinguin, der schnell berühmt wurde und viele Besucher in den Zoo lockte, aber leider 2004 starb. Ein weiteres Beispiel ist ein Albino-Pinguin, der 2020 an der Küste Argentiniens entdeckt wurde. Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung war er der einzige bekannte Albino-Pinguin seiner Art. Der Pinguin wurde von einer Naturschutzgruppe gerettet und wird derzeit in einem Rehabilitationszentrum gepflegt. Albino-Pinguine stehen in der Wildnis vor besonderen Herausforderungen. Sie können auch unerwünschte Aufmerksamkeit von Raubtieren oder anderen Pinguinen auf sich ziehen und haben es aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens schwer, einen Partner zu finden. Nummer 8. Dobermannhunde wurden ursprünglich im späten 19. Jahrhundert in Deutschland von einem Steuereintreiber namens Louis Dobermann gezüchtet. Sie wurden als Wachhunde, Polizeihunde und Militärhunde eingesetzt. Aber hast du schon einmal einen Albino-Dobermann gesehen? Albino-Dobermänner haben eine umstrittene Geschichte, was zum Teil an den Bedenken über gesundheitliche Probleme bei der Zucht liegt. In manchen Fällen haben Züchter, die sich auf Albino-Dobermänner spezialisiert haben, diese zusammen gezüchtet, um die gewünschte Fellfarbe zu erreichen. Trotz dieser Kontroverse sind Albino-Dobermänner bei einigen Liebhabern der Rasse aufgrund ihres einzigartigen Aussehens weiterhin beliebt. Allerdings werden Albino-Dobermänner in einigen Ländern, darunter die USA und Kanada, von den nationalen Rassenregistern nicht anerkannt. Nummer 7.
Albino-Schnecken kommen in verschiedenen Arten vor, darunter riesige afrikanische Landschnecken und einige Arten von Langschnecken. Sie haben zusätzliche, möglicherweise andere Ernährungsbedürfnisse als Schnecken mit normaler Färbung. Schnecken mit weißen oder hellgelben Schalen benötigen möglicherweise Calciumpräparate, um eine Erosion der Schale zu verhindern. Experten haben einmal eine Albino-Landschneckenart namens Euharadra quesita entdeckt. Diese Schnecken haben ein komplett weißes Schneckenhaus und einen undurchsichtigen weißen Körper mit einem rosa Farbton. Eine andere Albino-Schnecke wurde ebenfalls in Neuseeland gefunden, die einen blassen, fast durchscheinenden Körper hat. Die fehlende Pigmentierung wirkt sich oft auch auf die Augen der Schnecke aus, die blasser und weniger ausgeprägt sind als die einer Schnecke mit normaler Färbung. Nummer 6. Es wird angenommen, dass nur einer von 750.000 Waschbären ein Albino ist. Aufgrund ihrer fehlenden Pigmentierung sind Albino-Waschbären anfälliger für Krankheiten und andere gesundheitliche Probleme. Albino-Waschbären haben die Aufmerksamkeit von Gemeinden und Tierliebhabern auf sich gezogen. In West Knoxville, Tennessee, teilte zum Beispiel eine Familie kürzlich Aufnahmen von zwei Albino-Waschbären, die ihren Hinterhof besuchten. Die Familie bezeichnete die Tiere als White Trash Pandas und sagte, dass sie noch nie zuvor so einzigartige Waschbären gesehen hätten. Im Jahr 2017 wurde ein Baby-Albino-Waschbär von einem Rehabilitationszentrum für Wildtiere in Texas gerettet. Der Waschbär namens Ghost wurde nach mehreren Monaten Pflege und Rehabilitation wieder in die Wildnis entlassen. Hoffen wir, dass es ihm gut geht. Nummer 5. Albino-Pfaue sind extrem selten. Sie sind eine Variante des indischen blauen Pfaus, der in Südasien beheimatet ist. Hier sind einige interessante Fakten über Albino-Pfaue. Albino-Pfaue haben komplett weiße Federn und auffallend blaue Augen. Beachte, dass nur männliche Pfaue als Pfaue bezeichnet werden, während die Weibchen als Pfauen bezeichnet werden. Albino-Pfauen sind nicht gut an das Leben in der Wildnis angepasst, da sie von Raubtieren leicht bemerkt werden, was sie anfällig für Angriffe macht. Einige Albino-Pfaue sind domestiziert und werden manchmal als exotische Haustiere gehalten. Wenn sich ein Albino-Pfau mit einem Partner mit typischer Färbung paart, können die Nachkommen die Krankheit vererben und weitere Albino-Vögel hervorbringen. Nummer 4. Vor kurzem wurde in Telangana, Südindien, eine seltene indische Albino-Klappenschildkröte entdeckt. Lokalen Berichten zufolge wurde die Schildkröte in einem Dorfteich gefunden und später an eine Naturschutzgruppe übergeben. Sie kommen in verschiedenen Gewässern vor und zeichnen sich durch das Fehlen von Melaninpigmenten in ihrer Haut, ihren Schuppen und ihren Augen aus. Albino-Schildkröten brauchen im Vergleich zu Schildkröten mit normaler Pigmentierung besondere Pflege. Sie sind zum Beispiel anfälliger für Sonnenbrand und Hautschäden, da ihnen die schützende Pigmentierung der normalen Schildkröten fehlt. Albino-Schildkröten sollten außerdem in einer dunklen und kühlen Umgebung untergebracht werden, damit sie sich wohlfühlen. Und mit UVB-Beleuchtung, die einen gleichmäßigen Tag- und Nachtzyklus anregt. Nummer 3. Albino-Weißwedelhirsche sind eine genetische Variante der Weißwedelhirschart. Wie anderen Albino-Tieren fehlen ihnen die Melaninpigmente in ihrem Fell und ihre Augen sind rosa oder rot gefärbt. Sie sind extrem selten und Schätzungen gehen davon aus, dass weniger als 0,1% der Weißwedelhirschpopulation Albinos sind. Ein berühmtes Beispiel für einen Albino-Hirsch ist der Seneca White Deer, eine seltene Herde Weißwedelhirsche, die rund um das ehemalige Seneca Army Depot im Norden New Yorks lebt. Die Seneca-Weißwedelhirsche haben ein einzigartiges genetisches Merkmal, das ihnen ein rein weißes Fell verleiht. Die Herde steht inzwischen unter Artenschutz und ist eine beliebte Attraktion in der Region. Nummer 2. Albino-Tiger sind eine seltene und einzigartige Variante der bengalischen Tigerart. Sie sind extrem selten und es wird geschätzt, dass es heute nur noch ein paar Dutzend Albino-Tiger in freier Wildbahn gibt. Die Seltenheit und Schönheit dieser Tiere haben sie zu einer beliebten Attraktion in Zoos und Naturschutzgebieten auf der ganzen Welt gemacht. Ein berühmter Albino-Tiger ist Mohini, ein bengalischer Tiger, der 1951 aus der Wildnis gerettet wurde. Mohini lebte bis zu ihrem Tod im Jahr 1968 im Alipore Zoological Gardens in Indien. Sie galt als einer der schönsten Tiger aller Zeiten und zog im Zoo oft viel Aufmerksamkeit auf sich. Ihr konservierter Körper ist heute im Nationalen Zoologischen Park in Neu-Delhi, Indien zu sehen. Nummer 1. Das ist Migalu, ein seltener Albino-Buckelwal, der 1991 erstmals vor der Küste Australiens gesichtet wurde. Der Name Migalu bedeutet in einigen Sprachen der australischen Aborigines weißer Kerl. Es gibt nur wenige bekannte Albino-Buckelwale auf der Welt und Migalu ist einer der berühmtesten. Migalu machte 2011 erneut Schlagzeilen, als man glaubte, dass er nicht nur ein, sondern zwei Albino-Buckelwal-Kälber gezeugt hatte.
Beide Kälber wurden an der Seite ihrer Mutter in verschiedenen Teilen des Ozeans schwimmend gesehen, was Wissenschaftler zu der Vermutung veranlasste, dass Megaloo wahrscheinlich ihr Vater ist. Bist du jemals einem Tier mit Albinismus begegnet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.